Willkommen zurück bei DGV, ich bin Sir Doomsday, willkommen zur dritten Folge von Resident Evil Village, hier auf meinem Kanal DGV. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mich begleitet auf Ethan Winters seinen Horrortrip. Und wir sind in der letzten Folge ins Schloss gekommen und genau da werden wir jetzt weitermachen. Also, let's go! So, ja, wir wollten hier das ja erstmal durchlesen. Was haben wir denn hier? North Tynes Labyrinthe. North Tyne, ein Handwerker der späten 19. Jahrhunderts, wurde in seinem Heimatland als Ketzer gebrandmarkt. Er wanderte umher, bis er sich in einem abgelegenen Dorf niederließ. Dort schuf er vier Kugellabyrinthe: das Schloss, das Haus auf dem Hügel, das Wasserrad und den eisernen Turm. Kurz nach ihrer Fertigstellung hielt er sich eine Waffe an die Schläfe und nahm sich das Leben. Jedes Labyrinth ist einzigartig und funktioniert nur mit der jeweiligen speziell gefertigten Metallkugel. Die Labyrinthe enthalten kristalline Überreste, bei denen es sich um die menschliche Überbleibsel von North Tynes vier geliebten Frauen handeln soll. Die Labyrinthe sind ihrer Gräber. Mhm. Da habe ich aber die Kugel noch nicht dafür. Ich denke mal, da gibt es dann diese Schätze hier. Okay. Das heißt, ich muss ausschalten nach Metallkugeln. Gut zu wissen. Gut, dann gehen wir jetzt erst einmal. Da. Ich weiß, dass ich gleich Besuch kriege. Wir gehen mal. Ne, da oben ist zu. Ich glaube, wir müssen hier lang. Nein, müssen wir nicht. Ach ja, ich weiß, was passiert. Na dann. Finde der vier Engel Antlitz und du wirst. Belohnt? Suchst du nach Rose? Männliches Blut. Mutter, ich bringe frische Beute. Ihr seid so gut zu mir, Mädchen. Ah, gut. Dann zeigt mal her. Ach, sieh an, Ethan Winters. Bist den kindischen Spielen meines Bruders entkommen, hm? Dann zeig mal, was du zu bieten hast. Ja, Mutter. Ja, Mutter. Schon etwas abgestanden. Dann lasst ihn uns gleich verspeisen, Mutter. Ich war es, die ihn geschnappt hat. Na, na, Mädchen. Erst informiere ich Mutter Miranda. Aber später. Später bekommt jede ihren Anteil. Zieht ihn hoch. Pass besser auf, was du sagst, Ethan Winters. Lass mich runter! Warum können die Bösen eigentlich nie das zu Ende bringen und die Guten immer am Leben lassen? Das ist immer sehr witzig. Ja. Das, was Ethan jetzt macht, ist auch ein bisschen. Aua. Na dann. Die sind doch völlig krank. Die? Guck in den Spiegel. Ein Wundermittel.
Also die Entwickler können Ethans Hände echt nicht leiden, kann das sein? Hier für Riesenhebel. Ein Weinglas. War, glaube ich, was Wertvolles, oder? Genau. Okay. Aber mehr ist hier anscheinend. Nee, ist nix. So, hier ist aber irgendwas. Brauche ich einen Dietrich? Habe ich nicht. Seite verschlossen. Mädchen bei der Ernte. Okay. Sonst irgendwas? Nee, scheint nur die Schublade dazu geben. Na dann. Gehen wir mal durch den Kamin. Der, was für ein Glück, ein Tunnel dahinter hat. Sagt eigentlich meine Munition 40 Kugeln. Was ist das? Achso, ich habe sogar 49. Okay. Habe ich mit Familienfoto eigentlich schon geguckt? Okay. Ah ja, hier der Stein. Ich finde es echt dünn, dass er da durchpasst. Das ist sehr schmal. Kristallfragment. Mein Controller komisch vibriert, aber es war anscheinend nur, weil es gedreht hat. So, gab's. Achso. Da ging's zurück in den Raum. Vier Engelsbüsten. Kugellabyrinth. Dietrich. Achso, da komme ich wieder in den Raum rein. Können wir mal die Tür hier noch aufmachen? Wenn wir da schneller zu dem Dietrich kommen, weil anderen gibt's ja gar nicht mehr. Das Ding hat wieder zugedreht. Gut. Aber hier ist auch noch irgendwas, kann das sein? Denn der Gang hier ist auch noch rot, das heißt, hier muss noch irgendwas sein. Aber was? Hier. Jetzt aber, ja genau. Wo haben Sie Rose hingebracht? Und hier muss irgendwas eingesetzt werden. Was ich aber noch nicht habe. 1, 4, 2 und 3. Wer weiß, was das ist. Ich werde jetzt aber trotzdem nochmal schnell speichern. Alle Duke! Hahaha! So sieht man sich wieder! Duke, was machen Sie hier? Wenn es was zu verdienen gibt. Und? Hast du deine Tochter gefunden? Nein. Wenn sie wirklich hier ist, hält die Herrin des Hauses sie doch sicher in ihren privaten Gemächern fest. Denkst du nicht? Dimitrescu? Genau die. Sieh dich doch mal dort um. Vielleicht hast du Glück. Apropos Umsehen. Brauchst du irgendwas? Willkommen, Ethan. Was gibt's hier so? Messer habe ich? Habe ich. Speziell Zubehör für eine Flinte erhöht die Feuerrate beträchtlich. Aber das Magazin. Was kostet Pistolenmunition eigentlich? 150. Oh, günstig. Für eine Kugel oder was? Okay. Okay. Heilung. Eins habe ich vor, aber ich kann glaube ich herstellen. Von daher, was ist das?
Herstellung Flintenmunition. Lernen Sie, wie Sie unter Herstellen Flinten. Ah. Oh. 10.000. Damit ich mehr Platz habe. Das wenn du willst, kann ich deine Waffen aufrüsten. Gegen eine kleine Gebühr, versteht sich. Ja, auf 10.000 komme ich anscheinend. Ja, ich will das hier ungern ausgeben. Ich glaube, das kann man irgendwo einsetzen. Kann das sein? Egal. Klimpergeld. Ich würde mir nämlich jetzt mal hier das hier kaufen. Neue Kunde. Kaufen Sie die Story-Mode etwas beim Duke. Okay. Danke. Jetzt habe ich mehr Platz. Ein bisschen sortieren hier. Für deine Treue. Gut. Machen wir jetzt nochmal speichern. Okay. So, und ab jetzt ist für mich alles blind. Denn hier war mein Einblick nämlich zu Ende. Und ich sehe gerade, hier ist auch noch was gewesen. Moment. Was habe ich denn hier übersehen? Stimmt, hier war auch noch ein Raum. Achso, okay. Verschlossen. Ach ja. Aber hier ist noch was. Da. Jetzt habe ich alles. Ja, und was hier rot ist, das hat, denke ich mal, was mit dem, ups, mit dem Fahrstuhl zu tun. Hallo? Es ist so dunkel. War ja auch schon so dunkel. Eigentlich nicht. Oder draußen ist Nacht geworden. Das wird's sein. Gut, dann gehe ich jetzt mal die Treppe da hinten hoch. Denn da ist alles für mich blind. Hier noch was? Nein. Schauen wir mal, was uns hier oben erwartet. Ich höre hier irgendwas keuchen. Hier gibt es auf jeden Fall noch einiges zu sammeln anscheinend. Ja? Schauen wir mal. Ah, sowas hasse ich. Gehen wir hoch, wenn ich gucke, ob ich hier rein kann. Ach so, die Abkürzung. Okay. Oben oder unten? Ich gucke mal, ob ich da rein kann. Von der anderen Seite verschlossen. Also nach oben. Jetzt alles blau. Geh mal hier lang. Natürlich alles rot. Lass mal die ganze Inneneinrichtung kaputt machen. Also optisch sieht das Haus echt geil aus. Geht nicht kaputt. Fies Pulver, nehme ich gerne. Was ist denn hier? Von der anderen Seite verschlossen. Wer hätte das gedacht? Weinraum. Was ist auf der Seite?
Oh, hier muss das Auge rein. Mehr Pistolenmunition. Oh, hier ist noch irgendwas. Was? Kann ja noch was sein. Frech. Schauen wir mal hier rein. Hallo, jemand da? Nein. Chemikalie. Stabile Flaschen. Was ist das? Für eine besondere mit Blumen verzierte Flasche. Okay. Er baut sowas. Irgendwas fehlt hier noch. Naja. Ist ja auch egal. Okay, das. Ich habe lange keinen Mann mehr aufgeschlitzt. Ich fessel dich. Schlitz dich auf. Mach mal keinen Stress. Und sieh einfach zu. Willst du tot oder lebendig verspeist werden? Ich kann mich kaum noch beherrschen. Ich auch nicht, will ich. Bin ich überhaupt richtig? Ich weiß nicht. Du wirst eine tolle Dekoration für den Saal. Der richtige Weg, verdammt. Ich wollte ja noch den anderen Gang durchsuchen. Aber die kommt jetzt nicht mehr runter, die kann doch fliegen. Also im wahrsten Sinne des Wortes fliegen. Okay. 9. Juni 1958. Heute war mein erster Arbeitstag im Schloss. Ich war schockiert zu erfahren, dass die Bediensteten allesamt Frauen sind. Die Herrin und ihre Töchter waren überaus erpicht darauf zu betonen, dass sie nicht beißen würden. Das war schon etwas merkwürdig. 23. Juni 1958. Ich arbeite jetzt seit 2 Wochen im Schloss und ich fürchte mich ein bisschen. Adela, eine der Dienstmägde, hat irgendetwas falsch gemacht und die Comtesse Daniela hat ihr mit dem Messer das Gesicht aufgeschlitzt. Jetzt kann ich sie nachts weinen hören. Es ist, als würden Geister durch die Gänge spuken. Ich will nach Hause. 8. Juli 1958. Ich weiß nicht mehr weiter. Die Komtessen haben sich beim Abendbrot beschwert, dass es zu heiß sei, als habe ich das Fenster geöffnet. Wirklich nur ein Spalt. Und sofort haben sie mich angeschrien. Gott, deutsche Sprache, Schwersprache. Alle drei, ich solle das Fenster zumachen. Jetzt habe ich Angst, dass sie mich in den Keller bringen und für immer wegsperren. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Was soll ich nur tun? Ah, das ist ein kleiner Hinweis. Es sind ja Vampire. Und was können Vampire nicht vertragen? Richtig, Sonnenlicht. Okay. Das heißt, wenn es zum Kampf geht gegen die, brauche ich auf jeden Fall Licht. Ich höre hier Musik. Witzig, wenn die durch eine Tür geht, so riesig wie die ist. Sind wir jetzt im Weinkeller, ja? Natürlich hat man im Weinkeller Munition. Wer hätte das gedacht? Könnt ihr mal. What the fuck, was ist das denn? Das ist ein Küken. Okay. Was ist das für eine Kiste? Hier nichts war, oder was? Kann ich mir nicht vorstellen. Die ist zu. Gibt's hier nichts einzusammeln? Da komme ich her. Okay. Da blinkt was. Resident Evil 4 bzw. 5 lässt grüßen, ne?
Das Spiel ist auch sowieso so eine Mischung aus Teil 4 und Teil 7. Jetzt habe ich alles. Mehr Pistolenmunition. Wow. Das sieht ja mal geil aus. Alles cool. Und jetzt? Ah, verstehe. Okay. Sehr einladend. Sehe nix. Geht doch. Ist das jetzt nicht der Abschnitt von der ersten Demo da? Diese Maiden-Demo? Dürfte doch das hier sein, oder? Oh, hier ist alles blau, also gibt's hier nichts einzusammeln. Lecker. Auf. Liegt was? Bestanden. Irina, Mihaila, Luis, Ingrid. Abgelehnt. Dandora, bla 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 bla. Die Namen sagen einem gar nichts. Aha, ist es Drogenlabor oder was? Oh Gott. Was ist das denn jetzt hier? Ich glaube, ich habe das Gefühl, ich wäre hier nicht allein. Guck erstmal jede Zelle nach, ob ich irgendwas finde. Irina, gesunder Appetit. Miela, gesunder Appetit. Luis, gesunder Appetit. Ingrid, instabil. Teils übertriebene, aufgeweckt. Haben die hier Experimente an den Dorfbewohnern durchgeführt oder was? Alter! Oh, mein Herz. Hey, wer haucht hier? Ich bin nicht allein. Definitiv nicht. Heilreste. Was ist das denn? Ah, ich vermute mal, um Schrotflintenmunition herzustellen. Das kann ich aber noch nicht. Das muss ich erst kaufen. Hab jetzt alles, ja. Wer haucht hier so? Oh nein. Wir haben ja böse Waffen. Aus. Sieht ja cool aus. Ganz viel Schrotmunition gefressen, die Jungs. Leer. Pistole brauche ich doch übelst eine Kugel für die jetzt, oder? Aha. Nee, nee, nee.
Das gefällt mir hier echt nicht gegen die. Und noch einer. Gott, sind hier viele. Leute, lasst mich doch mal hier looten. Ich will doch nur looten. Kommt mal her, Jungs. Gut, ich hau da mal ab. Oh oh. Hier brauche ich wieder den Schlüssel. Oh, die Musik hat aufgehört. Ich glaube, ich bin die los. Gott. Was sind das? Cassandra kriegt aber auch nichts alleine geregelt. Oh, nee. Männliches Blut. So verlockend. Gott, ist sie nervig. Wo willst du denn hin, kleiner Mann? Deine Kugeln können mir nichts an. Du dreckige Missgeburt! Gib auf! Hände runter! Oh, schamloser Kerl! Ich fühle keinen Schmerz! Komm her. Was? Mein Körper zerfällt. Das kann nicht sein. Magst es uns herauszufordern? Ich stopfe deine offene Salina Torso, das war mal ein Bosskampf. Gott sei Dank war da ein Fenster dabei. Aber es war schnell zu sehen, wie man sie machen muss. Ich würde jetzt trotzdem nochmal gern zurück, weil ich noch nicht gelootet habe. Wo kam ich denn jetzt? Hier. Denn hier muss noch irgendwas rumliegen. Ja, irgendwo. Hier ist keine Tür. Da war ich. Ressourcen sind immer gut. Oh, immerhin 73 Schuss noch. Hier irgendwas? Oder hängt wieder oben irgendwas an der Decke? Wäre uncool. Von da kam ich. Achso. Das hier wird es wahrscheinlich sein, ja.
Okay. Dann komme ich hier sowieso erstmal nicht weiter mit dem Loot. So, habe ich jetzt die erste Tochter von den dreien besiegt? Ja. Okay. Interessant. Dafür gab es keine Trophäe. Frech. So, dann gehen wir mal hier weiter. Na lecker. Sind wir jetzt im Schlachthaus? Ah. Die Flasche. Sanguis Virginis. Schon wieder wurde eine in den Keller geschickt, dabei hatte sie bloß die Suppe verschüttet. Jeder weiß, was einen da unten erwartet. Man kommt nie wieder raus. Sie bluten einem aus und die Seele ist dazu verdammt, durch die Gänge zu wandern. Ich war nach ihr sehen, sie war nur Haut und Knochen und hat an einem, was, Rattenkadaver genagt. Ich vermute, ich bin die Nächste. Hey. Für Geräusche. Was ist das? Sind das Hunde? Nee. Wer weiß. Auf jeden Fall habe ich hier noch eine Kiste entdeckt. Ja. Oh, was ist hier? Rostige Reste. Also Pistolenmunition habe ich erst einmal genug, denke ich. Aber man braucht halt auch viele Kugeln, bis mal einer stirbt durch die Pistole, ey. Achso, ja. Oh, was haben wir hier? Rückstoßkompensator Lemmy. Die Lemmy war die hier, gell? Ja. Muss doch bestimmt Teil ausrüsten. Büchsenmacher-Trophäe. Rüsten Sie eine Waffe mit einem Spezialzubehör aus. Okay. Jetzt habe ich natürlich nicht gelesen, was mir das bringt, aber ich denke immer mehr Schaden, oder? So. Oh! Ein Dietrich! Aber man hat den nicht für immer. Nutze ich den für den jetzt oder nicht? Ja, komm, jetzt einmal hier ist. Kleinganove. Öffnen Sie ein einfaches Schloss mit einem Dietrich. Engelstatue aus Holz. Ist das ein Schatz? Ja. Wertvoll. Achso, also kriegt man wahrscheinlich durch die Dietriche halt Schätze. So, was erwartet mich jetzt hier? Hallo? Hey, na toll, jetzt gleich noch ein Dietrich. Schloss. Nee, hä? Doch. Nee, Hofschlüssel brauche ich da. Den habe ich nicht. Gibt's hier irgendwas einzusammeln? Nope. Aber hier ist er noch rot. Oder ist damit nur der Hofschlüssel gemeint? Scheinbar ja. Na gut, dann könnte ich jetzt, glaube ich, ja, dachte ich mir. Guten Tag. Stimmt, da muss ich jetzt oben die Weinflasche reintun. Und zwar. Irgendwo hier oben. Okay, aber ich will das nochmal speichern. Ich meine, wir haben noch 10 Minuten, deswegen würde ich sagen. Wir gehen mal hoch. Mal schauen, was passiert, wenn wir die Flasche reintun. Hier war das, gell? Hast du das gelesen? Ne, die Geschichte der Weinherstellung auf Schloss Dimitrescu reicht bis ins 15. Jahrhundert zurück. Lange vor der Zeit der derzeitigen Besitzer. Alcina Dimitrescu erweitert traditionelle Verfahren um ihre eigene Methode der Weinherstellung und verleiht ihrem Wein so ein besonders reiches Bouquet. Ihrem besten Jahrgang verlieh sie den Namen Sanguis Virginis, Blut der Jungfrau. Er lagert in einer Flasche, die kunstvoll mit silbernen Blumen
Ornamenten verziert ist. Ja, die habe ich schon. Die muss dann wahrscheinlich hier rein. Wer baut sowas? Hab ich schon mal gefragt? Wo sind wir jetzt hier? Der Hofschlüssel. Okay. Interessant. Man braucht eine Fleischer, um einen Schlüssel zu kriegen. Das ist auch mal was Neues. Irgendwas ist hier noch. Jetzt will ich noch mal gucken, ob ich hier irgendwas finde. Ah. Jetzt habe ich alles. Das ist frech. Also man sollte immer die Decke noch mit im Auge behalten, wenn man Schätze finden will. Gut zu wissen. Okay, dann müssen wir jetzt da rein und durch die Hoftür. Soll ich dich rumführen? Nee. Brauchst du nicht. Geh weg. Willkommen, willkommen. Es gibt einiges Neues zu entdecken. Duke, hilfst du mir? Warum bist du eigentlich so groß? Soll ich etwas für dich auswählen? Wenn du es bezahlst, darfst du gerne auswählen. Was haben wir jetzt hier? 5000 ist der Torso wert. Ne, das hebe ich immer auf. Engelstatue 3000. 4000 habe ich. Bitte sieh dir auch meine neuen Waren an. Oh, das ist so teuer, ey. Was, du hast neue Waren? Was hast du denn? Ach, hier, Minen. Scharfschützenmunition. Das würde ich mir jetzt mal gönnen. Eine interessante Wahl. Finde ich auch. Sieh es als Investition, Ethan. Danke für deine Treue. Dafür brauchst du Schießpulver. Auch eine Chemikalie brauchst du dazu auch noch. Chemikalien habe ich. Was? 6 Stück? Tatsache. So. Ja, komm. Sicher, sicher. So, Inventarmanagement. Achso, die Rohrbombe, die kann ich werfen. Lol. Ich dachte, die müsste ich irgendwo einsetzen. Okay. Kann mal nachladen. Aber da ich mal denke, dass es jetzt in dem Hof ein bisschen weitergeht und ich hier Gesellschaft habe. Wo ist die eigentlich? Ist sie noch da? Hello? Are you here? Scheinbar ist er weg. Wissen die denn, dass eine von den Schwestern jetzt tot ist? Oh, hier komme ich noch nicht rein. Gell? Von der anderen Seite verschlossen. Hm. Gut. Aber ich würde sagen, was wir hinter der Hoftür sehen, sehen wir dann in der nächsten Folge. Nicht auszuhalten, oh. Dieser Hunger. Du kannst ruhig weiter hungern. Geh weg. Hey. Wie fühlt sich's an? Nicht so geil. Folgen Sie mir jetzt zu weit. Geh weg. Ich hab mich gerade voll verlaufen. Ah, geradeaus, scheiße. Verrückte Zippe. Geh weg.
Jetzt habe ich wegen deiner Heilung verballert, ey, echt. Naja. Wer mit dem Feuer spielt. Gut, das soll es gewesen sein mit der dritten Folge von Resident Evil 8. Beziehungsweise Resident Evil Village. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, euer Doomsday bei DGV.